Ja, willkommen zu einem neuen Abenteuer. Wie ihr schon seht im Bildschirm, wir spielen wieder einen Zelda-Teil, und zwar Oracle of Ages. 2001 rausgekommen für den Game Boy Advance oder so. Ich glaube ja, wenn ich, lüge ich halt. Egal, wir fangen einfach mal an. Ihr habt gerade gesehen, Link kam zum Triforce und wurde irgendwo hingebeamt. Wir sind natürlich deutsch und wollen einfach mal anfangen. Ein neues Spiel, Geheimnis dazu, vielleicht erzähle ich mir später ein bisschen was, machen wir auch jetzt nicht. Wir machen einfach ein neues Spiel und nennen uns, na, wie nennen wir uns wohl? Haha. Klein Stutz natürlich. Mehr Zeichen können wir nicht machen, sonst würde ich mich Stutzi nennen, aber naja. So, Stutz hat 3 Herzen. Und fängt jetzt mal an. Texttempo 3 reicht eigentlich aus. Und schauen, wo wir hingebeamt werden. Das blöde Triforce wieder. So, ich habe einen Kaffee. Und das neue Abenteuer beginnt. Held, nimm dein Schicksal an. Natürlich. Und siehe da, wir spielen in Farbe. Keine Musik. Das ist natürlich doof. Wir haben kein Schwert. Können auch kein Menü aufrufen, wie ihr hört. Ja, cool ist in Farbe. Ansonsten ist das vom Stil her genauso wie Link's Awakening. Gleiche Steuerung, ähnliche Sachen, die es gibt. Aber cool, das zieht sich ja eh durch alle Zelda-Spiele. Das ist halt das Coole an der Sache. Also mir gefällt es, dass es vor allem in Farbe ist hier. Das macht das Ganze noch ein bisschen schöner. Ja, und wir starten einfach mal ins Abenteuer. Mal gucken, wo wir langkommen. Wir kommen nicht lang, wir können auch die Dinger nicht hochheben, weil die ja so schwer sind, die Büsche. Hilfe! So, irgendwas passiert hier. Oh, die Dicke da, die kennen wir doch. Wir kommen hin, die Monster hauen ab. Das war beängstigend. Plötzlich wurde ich angegriffen. Vielen Dank, Reisender. Siehst halt schon komisch aus. Blau, sind die Schlümpfe hier ausgebrochen oder was? Wie lautet dein Name? Aha, Stutz, ja, Trottel. Ich erkenne ein Dreieck auf deinem linken Handrücken. Es ist das Zeichen eines hyrulianischen Helden. Deswegen sind die Monster geflüchtet. Ich bin Impa, die Zofe von Prinzessin Zelda aus Hyrule. Ah, okay. Ich suche eine Sängerin namens Nairu. Bist du mir behilflich, Stutz? In deiner Nähe fühle ich mich viel sicherer. Ja, kann ich nicht mal Nein sagen, oder was? So. Sie folgt uns jetzt, wir sollen also Nairu finden, eine Sängerin. Jolfriedhof, das heißt, sie kommen hier nicht lang. Noch nicht. So, hier kleine Äffchen. Frank Royal, kleine Äffchen. Welch ein herrlicher Platz, so rein Luft, wenn noch die Zeit stillstände. Frag lieber nicht. Wir haben unser Utopia gefunden. Bald werden noch mehr von uns hierher kommen. In Invasion der Affen. Frank Royal, freudig. So. Oh, das ist es! Ein Felsen mit einem Dreieck, das muss ein Zeichen sein! Würdest du bitte diesen Felsen beiseite schieben, Stutz? Zu schwach. Ich bin zu schwach, ja. Eigentlich habe ich keinen Bock dazu. Es steht aber Nairus Haus und Lüner Stadt. Und. Ja, na gut, wir sind ja halt jemand, die dicke. Wir wollen sie natürlich nicht dissen. Ist natürlich schwach, die junge Frau und die Zofe. Und deswegen haben wir das weggeschoben. Okay. Vielen Dank, lass uns gehen. Eine Kiste. Kommen wir leider nicht hin. So. Hier rechts. Ein Haus, aber abgeschlossen. Und kommen wir nicht weiter. Gehen wir mal hier links rum. Oh, und da singt jemand. Und ganz viele Tiere hier. Uah, ich will Nairu zuhören. Psst, ich höre Nairu doch beim Singen zu. Ey, du. Wie bitte? Nairu ist die beste Sängerin von Labrinna. La, 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 la. Tja. Eichhörnchen, was hast du? Eichhörnchen, macht uns Platz. Setz dich und hör zu. Wie lieblich. Wir setzen uns und hören zu. Ist das nicht bezaubernd? Oh, und die schöne Nairu singt für uns, wie verzaubernd. Herrlich.
Und was ist denn das für einer? Was? So, also ich werde meine Stimme mal versuchen, auf Berlinerisch zu halten. Und der Typ mit der Mütze, der hässliche Vogel, wie machen wir den denn? Ihr seid abgesandte Hyrules, habe ich recht. Impa und Stutt, stimmt's, eine Taube brachte Kunde von eurer Ankunft. Mein Name ist Graf. Ich bin ein alter Freund von Nairus. Ich heiße euch willkommen. Ja, Ralf wird uns öfter noch begegnen in diesem Spiel. Mein Laborpartner heißt übrigens auch Ralf. Naja, mehr Kommentar sage ich ja lieber zu nicht. So, da kommt Nairu. Dankeschön. Du kommst den weiten Weg von Hyrule her? Schön, dich zu sehen. Mein Name ist Nairu. Ich bin in tiefer Sorge, seitdem ich hörte, dass Labrinna großes Unheil bevorsteht. Keine Sorge, Nairu. Ich bin hier. Ich jage jedes Monster fort, das zu dir kommt. Ich bin Ralf. Mein Angststurz. Doch ich zweifle daran, dass wir dich benötigen. Ich bin so stark. Du musst verzeihen, Stutz. Ralf ist immer etwas aufbrausend, wenn es um mich geht. Aber ich spüre, dass Böses naht. Ganz so, wie Ralf sagte. Oh oh. Die Zofe? Ganz recht, die treffende Vorahnung einer Sängerin, oder sollte ich besser sagen, von Nairu, dem Orakel der Zeiten? Oracle of Ages. Das Böse wird nun direkt vor euren Augen manifestieren. Wird sich manifestieren. Oh, 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 was ist da los? Die Tiere hauen ab. Ein dunkler Schatten kommt. Was tut er? Was ist das für ein Vieh? Sieht ja hässlich aus. Ausgezeichnet, Stutz. Du hast mir ermöglicht, die heilige Barriere zu überwinden. Diesen Moment habe ich herbeigesehnt. Ich bin Veran, Meisterin der Schatten. Veran. Nairu, Orakel der Zeiten. Ich mache dir dein Leib zu eigen. Ich mache mir dein Leib zu eigen. Ah, ha, 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 ha. Was nun? Oh, der Schatten geht auf Nairu über. Oh nein. Und sie ist verzaubert. Und Ralf. Ey, was hast du mit Nairu angetan? Gib sie sofort wieder frei oder du wirst meine Klinge spüren. Ha, ein tapferes Kerlchen, du richtest dein Schwert gegen mich. Ah, wenn du mich bezwingst, ist es Nairu, die stirbt. Ich kann es nicht, Nairu ist. Nairu ist. Scheiße. Nairu ist viel mehr als eine Sängerin. Sie ist das Orakel der Zeiten, das den Verlauf der Zeit steuert. Nun verfüge ich über die Kräfte des Orakels. Ich kann durch die Zeit reisen. Wie es mir beliebt. Ja, haha. Oh, da oben ist ein Beampoint oder was es auch immer sein soll. Was es natürlich ist, werden wir nachher erfahren. Nun bricht eine neue Ära an. Die Zeit der Finsternis. Ja, na, ganz große Klasse. Ich werde nun die Vergangenheit aufsuchen, um zu machen, was mir beliebt. Ja. Das sind immer die trotteligen, bösen Leute, die immer sagen, was sie machen, ne? Anstatt einfach zu machen und keines wissen zu lassen. Egal! Man merkt, in der Vergangenheit ändert sich was und in der Gegenwart, wo wir noch sind, in der Gegenwart, ändert sich natürlich auch. Ja, scheiße war's. Nun ist er nicht mehr schicke, Junge. Die Affenbande verschwindet wieder. Oh, oh, oh. Alle weg. Alle ausgelöscht. Eine Mutti mit ihrem Kind. Kind. Bleibt vereist. Oh, oh, oh. Shit. Diese Veran. Sie konnte den Stein nicht berühren. Deswegen hat sie dich benutzt, um hierher zu gelangen. Du Sack. Ja, Ralf, heul doch. Seit ihrer Kindheit weiß ich, dass Nairu das Orakel der Zeiten ist. Ich weich mich nie von ihrer Seite und habe sie ständig beschützt. Aber hast jetzt versagt. Und nun das.
Nairo! Heul doch, du Penner, Mann. Anstatt was zu tun dagegen. Nairo, warte, ich werde dich retten. Nairo! Ja, Ralf haut ab. Die Zofe zappelt. Ich gehe zur Zofe. Zofe ist nicht mehr blau, kein Schlumpf mehr. Oh, Stutz, du hast mich gerettet. Ach, jemand hatte von mir Besitz ergriffen. Wer das wohl war? Schatten lagen auf dem Orakel der Zeiten. Daher hoffte ich, sie nach Hyrule bringen zu können. Ich hatte ja keine Ahnung, was hier passieren würde. Diese Veran jagt mir Angst ein. Ach, das ist eine Sie. Oh, egal. Sie hat mich dazu gebracht, ihr bedingungslos zu gehorchen. Veran sagte, sie wolle in die Vergangenheit reisen. Sie muss irgendetwas mit Nairos Kraft vorhaben, um in der Vorzeit einen Plan in Gang zu bringen. Man spürt in Laburna bereits die Auswirkungen. Daher müssen wir sie aufhalten. Veran Mumschanz hat meine Glieder ermatten lassen. Ich kann mich kaum bewegen. Stolz, wenn das Dreieck auf deiner linken Hand echt ist, dann bist du vielleicht Held, der die Welt rettet. Bitte, hilf uns. Ach ja, Zelda hat mir dieses Schwert gegeben. Und ich überlasse es dir. Wuhu. Du erhältst das Holzschwert eines Helden. Ah, den wie es funktioniert, wissen wir ja schon mit Wirbelattacke. Das brauche ich jetzt nicht vorzulesen. Stutz, suche den weiblichen Makobaum in Labrinna auf. Dieser Makobaum wacht über Labrinna und kann dir sicher weiterhelfen in den Wäldern. Östlich von hier liegt das Haus von Nairu. Dort werde ich mich ausruhen und verschanzen. So, nun geht unser Abenteuer nicht los. Ich lege mir das mal auf die andere, auf den A-Knopf. Unser Abenteuer geht los. Wir können, haben ein Schwert und können alle niedermachen. Ich sehe gerade, wir haben noch ein klein wenig Zeit. Aber das Intro ist ja eigentlich ein Intro-Level. Wir gucken mal kurz hier, was über los ist. Hier oben konnten wir nicht weiter. Das ist das Haus von Nairu. Stutz, bitte rette Nairu. Ja, mach ich ja. Ja, hier oben. Oh, böse Monster. Oh, unser Holzschwert ist stark genug. Kugelkamm, Lünnerstadt. Wir werden uns gleich mal in der Stadt umsehen, denn hier kommen wir nicht weiter. Oh, und schon werden wir getroffen. Ja, Prinzip ist eigentlich wie gesagt das gleiche. Ihr habt ja wahrscheinlich die Folgen schon vom anderen Zelda-Spiel gesehen oder habt zwar mit Sicherheit sogar schon durchgespielt. Dieses Spiel jetzt eins von zweien ist. Es gibt ja dann noch Oracle of Seasons. Das werden wir mal gucken, ob wir das danach in Angriff nehmen. Ich gehe mal hier unten raus. Musik ist immer noch die geile Musik, wie sonst auch immer. Ein absoluter Ohrwurm. Ich finde ihn einfach toll. So, ich guck mal ein bisschen durch, ob ich hier mal so nebenbei was finde, weil Rubine kann man am Anfang immer gebrauchen, nachher hat man zu viele davon, dass man sie gar nicht mehr zählen kann. Und gehen mal in die Stadt hinein. So, wir sind hier und sollen eigentlich zum Makobaum. Ich werde jetzt die Intro-Folge beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, ciao.